Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 Bella Italia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja soweit hier uns einen neuen LKW gemietet. Vielen Dank für das ganze positive Feedback und schön, dass euch der LKW gefällt und auch die Idee, dass wir es genießt haben. Stroh haben wir auch noch eingefahren und wir sind gerade dabei, hier das Feld abzuernten. Und ich werde jetzt gleich den Drescher abfahren. Und dazu bin ich jetzt gerade mit dem LKW hier einmal zu unserem Feld zurückgefahren. So, wir fahren jetzt einmal rüber. Da steht auch der kleine Fiat, der ein bisschen im Weg steht. Ich pack den mal kurz um. Wartet mal. Und euch hat der Iveco sehr gut gefallen. Passt auch sehr gut zum Szenario, habt ihr gesagt. Auch mit kleineren Geräten und so weiter. Ja, es macht auch sehr viel Spaß. Und hier auf den kleinen Feldern mit den kleinen Gerätschaften. Ich parke den Fiat mal hier kurz beiseite. Und dann steigen wir mal hier in den schönen LKW wieder ein. Der auch einen schönen Sound hat, finde ich. Und wir fahren jetzt einfach mal über dem Feld direkt und machen hinten das Ganze auf. Da fährt auch der Zug gerade vorbei. Und da können wir jetzt mit unserer Ernte hier weitermachen. Ihr habt doch gesagt, ich soll bei den kleinen Geräten bleiben und jetzt nicht irgendwie teure Gerätschaften ausleihen. Das werden wir auf keinen Fall machen. So, wir müssen mal kurz hier einmal überladen. Das heißt, der Raps ist dann hier soweit auch schon mal, ja, dass wir ihn soweit überladen können hier aus unserem jeweiligen Drescher. Gucken wir mal, ob ich einen kurzen Screen hier noch mache. Oder vielleicht hier von hier hinten. Müssen wir mal gucken. Guck mal, da wäre was Cooles. Ja, ist ein bisschen bewölkt hier, ne? Wenn man es mal so auf der Karte sich anschaut. Und was ihr auch geschrieben habt, ist, ich soll die Tür auflassen hier von dem Fiat. Ich mag es lieber mit Zubertür, auch wenn es vielleicht in der Realität warm ist. Aber so reell sind wir ja hier in dem LP nicht unterwegs. Deswegen ist es, glaube ich, ein wenig egal. Ich kann die gerne auflassen, wenn ihr wollt, aber ich mache die halt gerne immer zu, weil ich mag halt Simple IC und da mag ich halt immer viele Knöpfe drücken, ne? Das ist halt auch mal so das, was man halt beispielsweise dann gerne macht. Komm, wir lassen sie jetzt einfach mal auf, ne? Damit derjenige, der schreibt, halt auch so ein bisschen zufrieden ist. So. Ja, in der Realität, klar, wenn es natürlich heiß ist, würde man das nicht machen, dass man es zumachen würde. Modernere Fahrzeuge haben, denke ich mal, auch eine etwas, wie sagt man, eine etwas bessere Klimaanlage oder überhaupt Klimaanlage, glaube ich, drin, ne? So, dann würde ich sagen, schmeißen wir den ganzen Spaß mal wieder an hier. Habe ich das schon eingeklappt? Jo, das habe ich schon gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier weiter ernten mit unserer Rapsernte. Das ist ja eins unserer gepachteten Felder, was wir haben. Den LKW haben wir uns jetzt wirklich einfach gekauft, um halt nicht... Warte mal kurz. Hab ich den noch angelassen? Oh, das sollten wir nicht tun. Um nicht 18.000 mal abzufahren und dann so jetzt hier auch mal ein bisschen zu Potte zu kommen bei den Aufträgen. Ja, aber anlassen sollten wir den auch nicht, denn so ein LKW verbraucht auch ordentlich Sprit. Aber ich finde, der passt sehr gut hier zur Region dazu. Und ja, da werden wir jetzt hier den Raps soweit abernten. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir verdienen werden. Da passen ja 45.000 Liter rein in den Kipper, ne? Also den wir jetzt hier mit dem schönen LKW geholt haben. Da denke ich, braucht man nur einmal abfahren. Und wenn der Preis dann weiter so konstant bleibt und wir wirklich einen vollen haben werden, kriegen wir richtig ordentlich Geld. So um die 90.000 Euro. Und damit kann man schon mal arbeiten. Ihr habt auch geschrieben, dass der eine oder andere jetzt auch schon klein angefangen hat und ihr jetzt auch die größeren Höfe, beziehungsweise Hof 2 schon erreicht habt. Glückwunsch auch dazu. Das ist ja unser Ziel, hier auf diesen Hof jemand zu kommen. Aber da sind wir noch ein gutes Stück von weg. Da müssen wir erstmal ein bisschen gucken, dass wir hier noch ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, heute sind wir wieder ein bisschen auf dem Feld unterwegs. Ich denke mal, dass wir dann zur nächsten Folge hier die Feldarbeiten soweit abschließen können, sodass wir dann auch mit der jeweiligen mit der jeweiligen Ernte dann wieder ein bisschen Kapital haben, was wir vielleicht investieren könnten oder sparen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Was auf jeden Fall Sinn machen würde bei der Größe der Felder, das ist jetzt persönlich meine Meinung, wäre vielleicht irgendwann mal neuen Drescher. Wobei der reicht jetzt erstmal. 3 Meter Arbeitsweite ist jetzt nicht so wild. Wenn wir uns das Ganze gleich mal anschauen, wie groß der andere ist und wie breit das Schneidwerk ist, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ich werde den mal kurz losschicken hier. Ich hoffe, dass ich so einigermaßen gerade hier abfahre. Und zwar den hier. Den habe ich euch beim letzten Mal ja schon gezeigt. Der hat auf jeden Fall ein größeres Fassungsvermögen. Und was der auch hat, ist ein größeres Schneidwerk, glaube ich. Ne, war es, ne? Das ist ja das 4,8 Meter. Seht ihr? Guck mal. Was sind das alles 4,8 Meter Dinger? Ne, wir haben das jetzt hier. Ne? Guck mal, das sind 6,1 Meter. Und wir haben jetzt 5 Meter, oder? Was ist das für eins? Ich muss mal gerade kurz gucken, wie breit unser ist. Ich glaube, das war ein ganz kleines, ne? Wir haben jetzt 4,8 Meter und könnten auf 6,1 Meter gehen. Das wäre das Schneidwerk hier. Wo ist denn das hier? Ist das für den C480? Nee, das ist das, was wir jetzt haben. Das wäre auch... Das wäre 4,8. Aber wir wollen das hier haben. Guck mal. 6,1. Das kostet kaum was. Kann man das noch erweitern? Guck mal. Ah, wer kann es hier von der Optik her erweitern? In New Holland. Kostet 10.000 Euro. Plus den neuen Drescher. Der kostet, glaube ich, 50, ne? Ja. Ne, je nach Motorisierung. Ich würde natürlich den großen nehmen, hier mit dem New Holland Aufdruck wahrscheinlich. Da der auch die meisten PS hat. Man kann dann hier noch verschiedene Sachen einstellen. Sound kann man noch einstellen und so weiter und so fort. Das wird dann unsere nächste Errungenschaft. Kostet aber, na, ich weiß nicht. Oder eine vernünftige Drille. Oder ein vernünftiger Trecker. Ne, wir können auch Sachen niesen, das wäre auch möglich. Müssen wir einfach mal gucken, wie wir da weiterkommen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Viele Leute nutzen auch hier das Leasing, so wie ich es jetzt gemacht habe mit dem LKW, um sich halt so einen kleinen Fuhrpark zu bauen und dann Schritt für Schritt dann immer auch neue Geräte dazu zu kaufen. Müssen wir mal schauen, ne, was wir da machen. Oder eine größere Drille. Aber größere Drille heißt auch gleich wieder, dass wir dann auch einen größeren Traktor wieder brauchen. Also egal, was man macht, egal wie man es wendet, wie man es dreht, man muss definitiv immer ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um ein bisschen zu investieren. Ich gucke noch mal, ob ich das jetzt hier auch noch abernten kann. Jo, hat jetzt geklappt, die Ecke. Fahren wir jetzt hier nochmal das Vorgewende soweit zu Ende und werden dann gleich versuchen, die Bahnen rauf und runter zu fahren. Wenn das Feld jetzt hier vielleicht gleich nochmal so ein bisschen trennen, so einmal in der Mitte halbieren, damit wir da auch ein bisschen besser drüber kommen. Schauen wir einfach mal. Ja, die Sonne, die ist irgendwie ein bisschen weg, ne? Es ist ein wenig bewölkt. Hier im wunderschönen Italien. Aber auch das Feld geht mit den 4,8 Metern. Ne? Das wären jetzt 1,3 Meter mehr, wenn man das auf die Bahn ausrechnet. Ja, wären es, je nachdem, wie groß das Feld ist, so 5 bis 6 Bahnen weniger, die man fährt. Und man würde natürlich auch weniger abfahren, weil man ein größeres Fassungsvermögen hätte. Ne? Das müsste man natürlich auch wieder berücksichtigen. Ja, es gibt schon viele Sachen, wo die Vorteile überwiegen. Gerade bei einem Drescher oder auch bei einem starken Traktor. Was haben wir denn eigentlich für mittelgroße Traktoren hier drin? Wir hätten den hier, guck mal, den Fiat. Aber der hätte jetzt auch nicht so viel PS mehr, oder? Doch, hat er schon. Das ist 180 PS. Aber ich glaube, der wird sich nicht lohnen. Man könnte natürlich auch ein Same nehmen hier. So ein Fahrzeug. Oder ein Lamborghini, ne? Wäre auch nicht schlecht. Ein Same Fortis. Mit 210 PS. Der wäre auch schon deutlich besser. Und da könnten wir auch schon eine bessere Drille mit dazu packen, ne? Oder wir bleiben bei Fiat. Ich meine, ich hätte nämlich auch noch größere Fiats hier im Sortiment. Gucken wir gleich mal.
wenn wir hier auf der langen Bahn gleich unterwegs sind. Zumal den kleinen Fiat, er ist zwar schön, aber er verbraucht halt sehr viel Sprit. Das gleiche gilt halt hier für diesen Fiat. Für den Drescher. Man würde natürlich noch Geld hier für diese ganzen Gerätschaften bekommen, aber ich finde diesen Berghang-Drescher einfach nicht verkehrt. Ich trenne mich auch ungern nur von Fahrzeugen. Wenn man jetzt hier mal guckt, der mittlere Traktor, wenn man jetzt sagt, okay, komm, pass auf, wir nehmen jetzt vielleicht hier den... Wo ist denn der? Guck mal, wir können auch so einen alten Lamborghini nehmen hier, ne? Guck mal. So einen schicken Lamborghini Racing. Ne? In verschiedenen Lackierungen. Motorausführung bis zu 189 PS. Der kostet nur 53.000. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen schief gefahren. Sorry dafür. Weil wir nutzen ja keine Hilfen hier, ne? In den alten Geräten. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen... abgedriftet. Dann müssen wir einfach nochmal ansetzen. Ist ja nicht schlimm. Man hat auf jeden Fall bei den großen Traktoren, braucht man die großen hier? Ich weiß es gar nicht. Ne, so einen großen New Holland, der ist schon viel zu groß. Hier, guckt euch die mal an. Wobei, der wird, glaube ich, noch gehen. Mit 240 PS. Aber der kostet halt schon wieder mehr als die anderen. Deswegen würde ich eher so in der kleinen bis Mittelklasse bleiben, weil diese Fahrzeuge meiner Meinung nach am sinnvollsten sind oder ein guter Invest sind, um da zu investieren. So, wir gucken uns gleich nochmal an, wenn wir gleich abtanken. Wenn wir drüben sind, tanken wir nochmal ab, dann werfen wir nochmal kurz einen Blick drauf, was wir denn hier soweit machen können. Davor, da fährt der Zug wieder lang. Da müssen wir auch nochmal eine Folge irgendwann machen, wenn wir Sachen per Zug verkaufen. Weil das werden wir dann auch nochmal tun. Hatten wir ja bisher noch nicht gemacht. So, Tür haben wir auf, ne? Da ist er. So, ich glaube, die Ecke hier vorne kriegen wir noch mit. Gucken wir uns das mal an hier. Sehr schön. Können wir das Schneidwerk einmal ausmachen? Fahren hier einmal rum. Er ist noch bei 99%. Können wir mal hier kurz wieder das Rohr ausfahren? Das müsste, glaube ich, das Rohr gewesen sein. Untere, ne? Genau. So, dann tanken wir das. Ne, wir sind, glaube ich, nicht nah genug dran. Komm. Jetzt sind wir dran. Sehr schön, dann machen wir den Motor mal aus. Klappen das mal ein. Und jetzt gucken wir mal in Ruhe die Fahrzeuge. Also, der New Holland, wenn man sich mal den betrachtet, ne? Würde ja auch gut passen. Das ist die Super Steer Serie. Mit Ford Genesis 240er Motor mit 240 PS kostet 188.000. Ist natürlich Preis-Leistung teuer. So, wenn wir jetzt in dem mittleren Segment bleiben, also hier. In dieser Geschichte hätten wir zum Beispiel einen Same oder Shame Titan, der auch sehr gut hier hinpassen würde. Ja, da können wir auch ein anderes Modell noch wählen. Bis Baujahr 98. Das ist dann nochmal eine neuere Variante mit Power-Shift-Getriebe. Und könnten hier bis 189 gehen. Guck mal, das wären nämlich nur 50.000, was wir da haben. Von der Optik her. Das gleiche gilt natürlich auch für den Hürlimann, für den Lamborghini. Den Spark, den hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt. Der geht hoch bis 210 PS. Ist aber Preis-Leistung wieder sehr teuer. Guck mal. 150.000. Der Fortis ist auch wieder sehr teuer. Also ich würde... Guck mal, wir hätten auch noch einen Deutz Agrotron. Aber der kostet auch 138.000. Das ist alles hier die gleiche Serie. Der Fiat wäre auch noch was. Der hat nämlich 180 PS. Und den gibt es ja halt auch in verschiedene Varianten. Das wäre auch nochmal was. Breitreifen könnte man nehmen. Design, alles. Ja, könnte man machen. Felgenfarbe kann man natürlich ändern. Könnte man auch in schwarz machen oder in haben wir Fiat irgendwo?
Oder in beige matt, ne? Das würde auch gut aussehen. Und der hätte 180 PS. Hat aber, glaube ich, keine Fronthydraulik. Nee. Hat er nicht. Aber sieht auch gut aus. Ja, und da könnten wir schon eine vernünftige Drille dran bauen. Weil wenn wir nämlich mal hier schauen, wir haben ja jetzt hier die, warte mal, welche Drille hatten wir? Wir hatten die Gasparo, ne, die Nina 300, 3 Meter Arbeitsbreite. Und da könnten wir mit 180 PS, könnten wir sogar schon hier die Rapid nutzen mit 6 Meter. Ne, die wird natürlich 76.000 kosten, aber das mal so als, Fingerzeig, ne, was wir da vielleicht immer mal im Petto haben. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter hier. Und wir werden jetzt auch weiter ernten. Ich werde einmal hier das Ganze wieder einklappen. Ich mache die Tür jetzt mal bewusst zu. So, weil ich es halt machen möchte. Und dann bleiben wir mal kurz am LKW hängen. Wer kennt's nicht? Das heißt, wir werden auf jeden Fall in eine Mittelklasse Fahrzeug irgendwann investieren. Den kleinen Fiat weiß ich nicht, ob ich den behalten werde. Ich weiß gar nicht, was wir dafür noch bekommen. Müssen wir uns mal anschauen, auf jeden Fall. Viel werden wir, glaube ich, nicht mehr bekommen. Wir können mal gucken. Man bekommt ja beim Händler grundsätzlich immer ein bisschen mehr Geld, ne? 21.000 werden wir noch für den bekommen. Aber ich würde den einfach behalten, aus Kultgründen. Das wäre nicht verkehrt. Ansonsten, größeren Schlepper brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Für die Felder. Dann noch eine schöne 6 Meter Saatmaschine da dran. 180 PS. Ich denke, das sollte ausreichen. Es gibt ja auch noch andere, glaube ich, andere Saatmaschinen, die ich auch noch mit draufgenommen habe. Ich guck mal gerade kurz, oder? Nee, die Gaspardo habe ich draufgenommen. Die braucht 240, die wäre schon mal nix. Die Quernenland E-Drillmax wäre auch 6 Meter, aber da brauchen wir auch wieder mehr PS. Die Pöttinger ist zu klein, das ist eine 3 Meter. Die Lemken mit 12 Meter wäre was, guck mal. Ist aber keine Direktsaat. Aber die könnten wir auch mit dem Fiat ziehen. Das wäre schon 12 Meter. Aber die Lemken wären dann natürlich vom Preis-Leistung her 107.000, die Solitär. Aber man hätte 12 Meter Arbeitsbreite und wäre sehr fix auf den Feldern unterwegs, ne? Das müsste man natürlich auch mal berücksichtigen. Und könnte diese Felder hier ratzifatzi wieder ansehen, ne? Klar, man braucht noch einen Grubber dafür. Könnte auch eine Scheibenecke nehmen, weil das ja die gleiche Funktion hat, wie beispielsweise Grubber MLS. Ja, wenn man mal guckt hier, eine Scheibenecke, eine vernünftige. Die brauchen auch 180 PS. Guck mal, das sind 5 Meter. Das ist, hier sind 6 Meter. Agromarsch, guck mal. 5 Meter, das würde gehen. Kreissäge könnten wir auch noch nehmen. Eine Rapido. 7 Meter. Na, die brauchen wir ein bisschen viel. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir denn dort, ja, beispielsweise für Sachen nehmen werden. Ja, ich denke mal, wenn wir das verkauft haben, machen wir mal einen Kassensturz, gucken uns das Ganze an und dann würden wir, glaube ich, entscheiden. Ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Was wir machen sollen, ne? Sollen wir in den Fiat oder in den Shame investieren, eher als Fahrzeug, die Drillen, ich sag mal, die Solitär, die Lemken ist solide, die könnte man sich ja auch erstmal mieten, wäre auch eine Möglichkeit, um halt hier ein bisschen schneller voranzukommen, weil mit der kleinen Gaspardo ist man, glaube ich, ewig unterwegs. Schreibt mir gerne eure Meinung rein und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach nochmal ein bisschen weiter. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Ne, wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt auch gerne im Kommentar eure Meinung dazu. Und ich wünsche noch ein wunderschönes Wochenende und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.